So, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria mit ihr, mit mir, euren Evil Bob und Colin, der schon ziemlich lange seit einigen Folgen nur am Schmiedefeuer steht. Ich weiß nicht, ob er heimlich versucht, mir ein Geschenk zu schmieden, aber ich glaube, das wird nichts. Colin, du kannst es nicht. Ist schon okay, du musst mir nichts schenken, ist wie jedes Jahr. Okay. Es ist immer nun das Problem, ne? Da fängst du eine neue Folge an und denkst ja, muss das mal dein Inventar ausräumen. Ja, eigentlich denkst du ja, scheiße, was musst du eigentlich überhaupt machen, die Folge? Was hattest du vor? Das ist so lange her. Muss halt den ganzen Tag Terraria-Folgen aufnehmen, dann hat man das Problem nicht, aber als Otto-Normal-Mensch ist das immer schwer möglich. So, wir haben eine Kiste. Ich glaube, wir brauchen eine Kiste für eine Kiste. Vielleicht ist das hier vorne, ich baue hier vorne eine goldene Kiste. Und das ist unsere Kistenkiste, da tue ich dann alle Kisten rein. Grabsteine aufheben, ja, da können wir irgendwann mal einen Friedhof bauen. Das ist ja eigentlich sowas, gehört das ja zum Möbel. Oder ich baue später mal noch eine Briefkastenfolge oder irgend sowas. Mal sehen, das weiß ich jetzt gar nicht gleich. Wir haben noch ein paar Edelsteine. Wir haben wieder ein komisches Auge. Das komische Auge. Das zweite nun schon. Mit dem wir Cthulhus Auge rufen können, das ziemlich groß ist und selber einen Mund hat. Fragen wir uns, ob Cthulhu überhaupt selber einen Mund hat, weil eigentlich hat er, glaube ich, bloß Tentakel. Das würde bedeuten, vielleicht frisst er ja in Wirklichkeit sogar mit seinem Auge oder Augen halt. Da halt nur eins von seinen Augen. Wir haben einen Wiederbelebungsbändchen und ich glaube, ich muss mal kurz, ja, irgendwie nochmal... Nee. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ja, so. Nochmal dazu. Wir müssen erstmal unser Zeug hier drinnen verstauen. Das ist ja bisher unsere Tränkekiste. Die Heiltränke, die können wir eigentlich alle mitnehmen. Baumaterialien oder hier. Die dann schnell stapeln. Zack. Unser Bowreel-Holz kommt natürlich auch hier rein. Guck nicht, Edelsteine kommen darüber, wir haben ganz schön viele Edelsteine jetzt gefunden. Und Kräuter und Pflänzchen, das kommt, kann ich ja schon schnell stapeln machen, ja. Das funktioniert ja einwandfrei. Diese Fackel? Wollte ich diese Fackel irgendwo hinbauen? Vermutlich. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo. Ja, ist egal. So wichtig kann es nicht gewesen sein, sonst fällt es uns ja irgendwann wieder ein. Dieser Reim war ungewollt. Hat sich trotzdem aus meinem Mund entrollt. Okay, ne, lassen wir das? Okay. Sieht gut aus. Achso, wir können aber die Pilze mit zu den Ingredienzien geben. Weil da können wir schöne Tränke machen, die uns fein heilen. Jägertrank, der Jagertrank. Der knallt. Da sind wir eh gleich besoffen. Den Rest kann man dann, denke ich, ausrüsten und ein anderes Zeug kommt in unsere feine, tolle Erzetruhe. Wir haben 18 Gold. Vielleicht lässt sich daraus ja irgendwas schmiedilieren. Ja, probieren wir mal, schauen wir mal. Nee? Reicht leider noch nicht. Wir brauchen noch viel mehr Gold. Alles da. Wenn dem... mir nicht helfen. Oh, Linsen. Linsen und Ketten. Schau mal den Linsen und Ketten hin. Ich würde sagen, das kommt man noch mit hier rein. Obwohl, Kette. Kette ist mehr so Möbelkiste, weil aus Kette macht man hauptsächlich mit Kronleuchter und so ein Käse. So, sieht doch schon wieder fast aufgeräumt drin aus. Und wir können das ausrüsten. Da heilen wir uns langsam wieder. Das ist voll schön. Und man sieht sogar. Sieht irgendwie komisch aus. Ah, ist egal. Ja, Colin, guck mal, was ich für ein tolles Armband habe. Hier sieht man sogar an meinem pixeligen Charakter. Aha, bisschen neidisch, ne? So. Das bedeutet jedoch für uns, wir müssen weiter in den Schacht. Und wenn wir dann etwas mehr Rüstungsmäßiges haben... was ein bisschen rüstungsmäßig ist, dann werde ich bestimmt noch mal ein Haus bauen. Aber brauchen wir ja... das war für zwei.
Je nachdem wie viel kommen, ich glaube Colin wird nicht ausziehen, aber naja. Lalalalalalala. Ich mag es zu buddeln. Buddeln, buddeln, buddeln. Da unten ist eine Schnecke. Ich möchte diese. Hab ich den Kescher schon gekauft? Ne, hab ich nicht, oder? Weil die Schnecke, also eine Schnecke im Terrarium zu haben, ist schon cool. Ich hatte früher, als ich klein war, habe ich eine übelste Schneckenzucht gemacht. Die habe ich dann im Garten Häuserschnecken verschiedenster Arten gemacht und die in so ein Glasterrarium gesetzt mit Gras und allem möglichen Zeug. War verdammt lustig. Dann haben wir mal Schneckencatchen gemacht. Oh, da drüben ist eine goldene Kiste. Also, an alle Tierschützer nichts Schlimmes. Wir haben einfach nur gemacht, die Schnecken nebeneinander gesetzt und dann sind die immer meistens übereinander drüber gekrochen. Und die Schnecke, die halt sich 3 Sekunden oben halten konnte, also auf der anderen Schnecke, hat halt voll gewonnen. Naja, das waren noch meine Untergrundzeiten damals in der Hood. Illegales Schneckenfighting. Ja, aber ich bin jetzt ruhiger geworden. Mein Leben ist nicht mehr ganz so krass. Ist halt so mit dem Alter, dann wird das alles, wird ruhiger und ja, achtet mehr das Gesetz. Ach Gott. Es ist erstaunlich, was man alles so von sich gibt während solches Let's Play. Während solchen Let's Plays. Halt, ich muss hier mal eine Fackel setzen, du böse Fledermaus. Ich muss hier eine Fackel setzen. Ich will doch nur eine Fackel setzen. Lasst mich eine Fackel setzen. Lasst mich euch erleuchten. Da ist ein Pilz. Da ist Kupfer. Ist das schon wieder eine... Das Viehzeug ist echt... Hermesstiefel. Wir können rennen. Yay. Und noch so ein Auge, ey. Wurfmesser und Fackeln. Und eine Kiste für unsere Kistes-Kiste. Voll cool, ja. Ach, es ist mal schön, dieses Erkunden von Höhlen und mit dieser großen Ausbeute, die man dann da haben kann und immer wieder neue Sachen finden und... Und mit meinem schönen Haken, der so schön weit geht. Ich meine, da geht er wirklich verdammt weit. Soll gar nichts machen. Oh, unsere Schuhe. Schick, schick. Sehen schön grün aus mit Flügeln. Passt natürlich eigentlich nicht zu unseren roten Haaren. Oh, es sticht sich. Ey. Du hast wohl schon wieder hier Stress im Sinn, hä? Oder willst du bloß baden gehen? Stress? Ich glaube, der will Stress. Nee, der haut ab. Will doch kein Stress. Das ist das Skelett, was kein Stress will. Ah, es ist ein Kumpel, ist abgehauen. Oh, da ist ein Herz. Man kommt hier überhaupt nicht dazu, seinen Schacht zu erweitern, weil hier permanent irgendwas findet. Weil man hier permanent... Uah, das war super schlau von mir. Ich sitze im Dunkeln und kämpfe. Ich sitze im Dunkeln und kämpfe. Ich sitze im Dunkeln und kämpfe. Kämpfe und hoffentlich überlebe ich das. Ich hab's scheinbar überlebt. Uah. Haha. Ja, so geht's. Ach stimmt ja, diese dunklen Schleime, die machen ja alles noch dunkler für einen, weil die einen ins Gesicht springen. Und sich dann voll schleimen und dann sieht man nichts mehr. Hm. So. Bin mir noch nicht sicher, wie gut das dann mit dem Rendern funktioniert, aber theoretisch müsste das voll die neue Improved Terraria-Folge sein, die irgendwie schöner aussieht als alle anderen. Vorher. Boah, ich kann ja eine Flare hinschießen. So, ich esse gleich mal das Herz. Nicht nachmachen, Kinder. Herzen sollte man normalerweise so nicht essen. Habe ich jetzt echt eine Fackel? Ja, ich mache alles da. Hui, Wasser. So, alles schön erkundet. Oh, ich habe Lust wie so ein Forscher typisch. Na, klappt gerade nicht. So ein Forscher, so ein Dings da hochzuschießen. Hui, oh, guck dich die Höhle an. Krass. Das mache ich jetzt bestimmt doch mal. Oder unten. Boah, es geht ja wirklich voll weit. Oh, Flare Gun schießen, das ist so typisch. Kennt ihr noch diese aus Alien vs. Predator, die Szene, wo die den Tempel erkundet haben und so eine Flare geschossen haben? Das ist schon cool, so Höhlen mit so einer Flare zu erleuchten. So, na jetzt geht's erstmal weiter und ich habe schon wieder dahin eine Fackel gebaut, wo ich es dann eh wieder wegmachen muss.
Nützt ja nix. Wie weit unten sind wir denn eigentlich schon? Mal kurz auf die Karte gucken. Ah ja. Dauert nicht mehr lang, dann haben wir zumindest die Hälfte erreicht. Wenn ich denn zumindest was bauen könnte, damit ich mir wirklich ein bisschen Rüstung machen kann. Damit ich bis in den Dschungel gehen kann. Und im Dschungel könnte ich mir noch solches Leuchtgras holen. Und mit diesem könnte ich dann ganz einfach... könnte ich dann ganz einfach ein bisschen... Wie hieß es? Höhlenforschertränke machen. Und die mit dem könnte ich dann einfach mal wirklich richtig fix Erze suchen. Wäre zumindest eine tolle Sache. So, ist denn hier los? Wo kommt denn der Schleim jetzt her? Ah, weg. Check. Nein. Was ist ein Piranha? Könnten wir angeln, aber ich möchte da jetzt nicht unbedingt hin. Weil ich ja so klug bin, habe ich natürlich auf die rechte Seite jetzt schon Fackeln gesetzt, die ich aber eigentlich ja wieder wegbauen muss. Da unten ist wieder ein Typ mit Mütze, mit Leuchtmütze. Komm her, Leuchtmützen-Skelett. Gib mir deine Leuchtmütze. Ist mir, Alter, ist mir. Gib her. Hm, leider nichts gekriegt. Also zumindest nicht die Mütze. Wir haben schon was bekommen, aber... Schade, man kann halt nicht alles haben, ne? Man muss es sich halt auf den rechtschaffenden Weg holen und die sich legal beim Händler kaufen und nicht von irgendwelchen Skeletten klauen. Ich meine, die werden in dem Spiel auch ganz schön diskriminiert, muss ich sagen. Dass daher noch eine Human Rights eingeschritten ist bei Terraria, bei der Diskriminierung der Skelette hier, wundert mich dagegen. Geht's ja schon wieder überall weiter. Ah... Oh, da unten scheint viel Wasser zu sein. Viel, viel Wasser. Ah! Jetzt hat's fast wieder geklappt. Ich muss echt aufpassen, wo ich diesen Haken hinschieß. Ja, genau so. So. Ist ganz schön viel los da drüben. Und ganz schön viele Jellies. Der Käfer macht mir auch Schaden? Wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, er wäre einfach nur so da und den macht man halt einfach so kaputt, wenn man halt ein bisschen Farbe braucht, also rote Farbe. Also Sachen für rote Farbe herstellen. Oh, da war eine Falle, die hat uns fast erwischt. Mal heilen drücken. Oh, Fackeln hier. Oh, da ist ganz viel Eisen. Eisen. Oh, und Gold. Oh, schieße mal eine Flare. Oh, boah, Riesenhöhle. Krass. Ich sag's ja, man kommt hier nicht weiter. Man muss alles erkunden. Alles erkunden. Aber erst muss man noch ein paar Fackeln setzen. Ist das da unten? Alter Wikinger. Da zum Glück nicht hoch genug springen kann. Orange Bloodroot, die ist gut. Da ich ja ziemlich orange mag. Orange, no? Ich meine orange. Muss ich natürlich einsammeln, weil ich ja später meine Rüstung orange färben möchte. Zumindest teilweise. Ist das eine bösere Fledermaus? Sieht irgendwie größer aus. Oder ist das eine normale? Lässt sich gerade schlecht sagen. Ich gehe erstmal zum Eisen. Dieser Haken ist total cool. Fein. Achso, da war ja, stimmt. Da drinnen war ja... Hat er sogar die Fackel? Selbst die Fackel ist verlinkt. Nehmen wir mal graue Druckplatte mit. Den Rest können wir leider noch nicht abbauen, weil... Weil wir... da brauchen wir erst noch ein bestimmtes Werkzeug. Von der Bastlerin. Damit man auch die Kabel entfernen kann, die dazu nötig sind. Weil die Kabel sind auch nicht ganz billig, also... Wenn man zum Beispiel einen Teleporter bauen will und den mit Kabeln verbindet und das über die Map ziehen möchte, wird es sehr teuer. Aber es wäre dann halt unheimlich komfortabel.
Aber eine Alternativvariante ist halt auch seine Schiene dahin zu legen, weil Schienen kann man bauen, die sind nicht ganz so teuer. Genau, der Zombie weiß Bescheid, der hat mir zugestimmt. Jetzt haben wir ja schon wieder so Mutterschleim, aber den werde ich... Taucherohr. Das ist Taucherohr. Schnell. Oh nein. Ah. Haha. Ich hab's voll über mich drüber gehebelt. Krass. Ich werf's noch einmal runter. Und jetzt... nimm das. Oh, scheiße. Nimm das, mein... Oh, Scheibe. Ich habe echt keinen Plan, mit den Dingern zu werfen. Aber jetzt... nimm das. Das ging aber dort voll vorbei. Ist wirklich eine größere Fledermaus, oder? Geh weg. Himmelherrschaftszeit nochmal. So, jetzt ist Schleim. Nimm eine Bombe. Ha! Scheibe. Ha! Boah, gleich bis wir eingesammelt. So, meine ganzen Fackeln ja wieder weg. So ein Scheiß. Alles wieder neu machen, alles wieder neu machen. Das ist eine kleine Fledermaus. Also ich brauche irgendwas Elektrostatisches, was automatisch alle Fledermäuse wegblitzt, die mir in die Nähe kommen, weil... ist halt irgendwie leider ganz schön nervig. Schieß mal noch eine Flare. Das ist cool, hä? Oh, da drüben ist tatsächlich Eis. Sind wir jetzt schon so weit gekommen, dass jetzt überall Eis ist. Oh, was ist denn das für eine Riesenhöhle? Das gibt's doch gar nicht. Na, müsste da eine Fackel hinbauen, genau. Ach, herrje, 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 herrje. Was mal schön alles hier mit Fackeln zukleistern, damit man überall was sieht. Zack. Und... haha, die Musik und der Hintergrund ändert sich. Wir sind im Eisbiom. Sind wir jetzt so weit nach rechts gekommen schon? Oder zieht sich das einfach nur so weit? Also, hier ist eine Falle. Aha, Pfeilfalle. Hat gedacht, mit uns kannst du es machen, aber nee, nee. Weißt du? Da... du meinte, ich hätte abgeschmatzt, weißt du? Und da habe ich ihn erstmal voll so schön. Weißt du, mit den Fäusten. Wer es kennt, ne? Oh, hat nicht ganz gereicht. Jetzt. Gott, was ist denn das für eine Riesenhöhle? Jetzt kommt da schon wieder so eine Fledermaus. Das war super schlau wieder. Manchmal sind meine Finger halt schneller als mein Gehirn, ne? Oder manchmal ist mein Gehirn einfach langsamer als meine Finger. Kann man jetzt halten wie ein Dachdecker. Frage mich, was er da hält davon, so ein Dachdecker. Man kann es natürlich auch halten wie ihr selber, weil... seid ja alle so voll das Individuum und könnt selber alles halten, wie ihr wollt. Ihr müsst das ja nicht wie ein Dachdecker machen, nur weil es jeder hält wie ein Dachdecker. Ich meine, könnt ihr das ja halten, wie ihr das wollt, ne? Ist ja völlig legitim. Oh, es ist echt mal alles Gold. Bäm. Tihi. Ist tatsächlich alles Gold. Das gefällt mir sehr. Was ist das? Oh, das ist böse, glaube ich. Uns kann schwimmen. Was ist das? Ein Snowflings. Was auch immer das eigentlich sein soll. Ich glaube, es hat irgendwas mit Wikingern zu tun. Wow, das sind Smaragde. Da kommt man hier von eins ins andere. Also, gibt's ja gar nicht. Da ist nochmal Gold. Oh. Schlimm. Schlimm. Wie soll ich denn dieses ganze Höhlensystem hier erforschen? Das ist ja wirklich... also... letzte Folge hieß, glaube ich, Höhlenforscher 2.0. Ich glaube, mit der Folge kann man jetzt schon davon reden, Höhlenforscher extrem oder sowas. Also sowas total kreatives, weil ich bin da immer total gut mit solchen Namenfindungen. Wenn da jetzt noch so eine kleine Mütze für uns hätte, mit der man hier so ein bisschen Licht machen könnte permanent, wäre das optimal. Aber da hat es mir schon wieder nicht geben wollen, dieser böse Skelettmensch. Luft holen. Ja, baut das schöne Gold ab. So viel Gold.
Ist es schön. Und dann haben wir nochmal Saphira bekommen. Ach ja. Und Flair. Ist das schon wieder so eine Riesenhöhle? Wollt ihr mich verarschen? Verarschen wollt ihr mich doch. Oder? Da oben hüpft mir jetzt ein bisschen zu viel rum. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück hier. Hier können wir später mal hinschauen. Das sieht man dann auf der Karte, wo man schon war und wo nicht, weil da unten ging es ja dann auch nochmal weiter. Und ins Wasser! Hui! Ich bitte um diese Kopfsprung-Animation. Geld, 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 Geld. Oh, da unten ist ja schon wieder ganz schön was. Hab eine Idee, glaube ich. Obwohl, die hat sich jetzt irgendwie ein bisschen vertan, sag ich mal. Aber vielleicht klappt es trotzdem. Haha. Da. Ah, was? Die schießen? Schieße ich zurück. Da. Entweder sind die schlau oder... Ah! Was war das denn? Huhu! Zum Glück bin ich ins Wasser gefallen. Leuchtstab, Leuchtwurzelsaat. Oh, da ist eine Kiste! Habt ihr das gesehen? Da war eine Kiste! Ich brauche mehr Flairgun-Schüsse. Das ist sehr wichtig. Weiß gar nicht, ob man die kaufen konnte. Beim Händler. Ich hoffe doch. Ja. Jetzt mal kurz Luft holen. Man sollte, wenn man irgendwo unter Einbrechungsgefahr ins Wasser steht. Was ist das denn alles? Blizzard in a Bottle. Tanzen, Wurfmesser, Höhlenforschertrank und zwei Goldmünzen und eine Eismaschine. Alles nehmen und die Kiste nehmen natürlich, natürlich wollte ich sagen. Ich meine, natürlich auch mit. Huch! Wir brauchen Licht. Und wir brauchen... Zumal wir hier unten unterwegs sind und haben immer noch eigentlich keine wirkliche Rüstung an. Aber wir überleben es noch. Ist eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Oh, da ist schon wieder Gold. Ich glaube, in der Folge gibt es wirklich so viel Gold, dass wir... Oh, da ist sogar noch ein Herz. Was ist denn hier los, ey? Das ist die Frage. Sollte ich das jetzt hier wirklich abbauen? Vielleicht so hier. Alter. Was ist das schon wieder für eine Höhle? Okay, müssen wir aber nicht unten lang. Gut, dass dieser Haken auch unter Wasser so gut geht. Ist vor allen Dingen recht viel Gold. Ich möchte Gold haben. Vor allem mit diesem Automatikmodus baut das sogar halbwegs wirklich fast nur das Gold ab, wenn man dahin zeigt. Also ist wirklich komfortabel, dass sie den mit eingebaut haben. So viel Zeug. Ist das nochmal Gold? Das ist zwar nicht viel, aber wenn wir einmal hier sind, so leicht bekommen wir es nicht gleich wieder, ne? Und ist wieder so ein Wikinger. Oh, da ist so eine... Oh, da ist noch eine... Oh Gott. Noch eine Kiste und noch eine blaue Blume. Krass. Epischer Kampf, aber wir haben gesiegt. So, geht's mal darüber. Höhlenforschen macht so Spaß. Höhlenforschen, da gebe ich Gas. Ist unser Inventar voll? Nein! Ich werf Schlickblock weg. Und Jellyfish-Banner vielleicht später. Also ich kann auch ein paar, vielleicht ein paar Schleimbomben, also Haftbomben bauen. Da haben wir dann, denke ich, auch wieder mehr Platz. Genau. Haha. Ich hoffe bloß, ich bekomme das Zeug mit, was in der Kiste ist. Danach müssen wir definitiv wieder zurück zur Oberfläche. Komme das da wolle. Und ich treffe die Mitte da nicht. Was war hier noch eine Fackel hin? Ah, okay, da müssen wir nicht unbedingt hin.
Aber hier müssen wir hin, denn hier ist wieder eine Kiste. Boah, Eisbumerang. Warum finde ich eigentlich nur schäbische Zustände? Also Sachen, mit die im schäbischen Zustand sind. Minus 7% Schaden. Das ist doch unfair. Habe ich erwähnt, dass das unfair ist. Aber wir haben relativ viel Gold. Sehe ich jetzt Fallen und alles, was böse ist? Eis? Aha. Ich glaube, der Trank ist irgendwie neu. Sagt mir, glaube ich, nichts. Oh, die Kisten, die stecken. Das ist super schön. Warum habe ich den noch nicht verbraucht? Hm? Wieder gegessen. So. Was auch immer. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. So schön das ja auch ist. Oha. Piranhas. Fein. Seit wann leben denn Piranhas in so kalten Gewässern? Ich dachte, ihr braucht's warm. Da stimmt doch was nicht bei euch. Ja, jetzt müssen wir gegen dieses... Oder? Vielleicht müssen wir nicht. Spiderschwein, Spiderschwein. Aha. Das klappt sogar wirklich. Da ging's hoch, ne? Stimmt, und da ging's schon wieder runter. Hm. Na gut, dann hier hoch. Ah. Jetzt ist auch schon wieder was. Achso, wir können eigentlich unten drunter durchtauchen. Zack. Und jetzt geht's wieder nach oben. Ist, glaube ich, eine längere Folge geworden. Bin mir gerade nicht sicher. Eventuell, Oh, da ist noch eine Falle. Aber wir haben nicht genug Platz. Später mal. Vielleicht baue... Ah, was ist? Oh, was ist das denn? Da ist noch so eine... Ah, man sieht da wirklich jede Falle. Das ist eigentlich gar kein schlechter Trank. Frag mich, seit wann es den gibt. Colin, ich bin wieder da. Ich habe feine Sachen mitgebracht. Und guck mal, meine neuen Stiefel. Bist ja neidisch, ne? Ja, schau. Wow. Bin ich jetzt voll... So. Was machen die eigentlich? Ja, Träger kann super schnell rennen. Warum mache ich das denn nicht? Doch, jetzt. Achso, man musste... Ich dachte, das war mal anders. Das war mal, dass man da... Also, ihr wisst schon. Im Sinne von... Das war mal anders. Ermöglicht dem Halter Sprung verdoppeln. Das ist super gut. Genau, jetzt haben wir noch Doppelsprung und... Ah, das ist... Ha! Super gut. Super gut. Super gut. Alles schön. Oh, Taucheruhr. Zeigt Tiefe an. Naja, solange wir noch da frei... Warum nicht? Soweit dazu. Vielleicht räume ich jetzt noch aus. Das muss ich euch ja nicht unbedingt zeigen. Und, oh, wir haben Saat bekommen. Ja, genau, das muss ich euch ja nicht unbedingt zeigen, denke ich. Deswegen erstmal vielen Dank wieder fürs Zusehen. Colin sagt ciao. Colin sagt ciao. Ciao. Okay, alles klar, bis zum nächsten Mal. Euer Evil Bob bei Let's Play Terraria. Macht's gut. Eismaschine direkt neben Feuer. Super sinnvoll. Thank you.
Seid ihr immer noch da? Nee, oder? Also... also es kommt jetzt eh nichts mehr. Also ich räume jetzt nur noch ein. Bin eigentlich gerade fertig, ne? Also... nee, alles klar. Wer jetzt noch zugesehen hat, vielen Dank. Weil vielleicht mag er die Einräumgeräusche. Vielleicht mag er auch nur meine Stimme. Auch wenn es davon jetzt nicht viel gab. macht's gut.